Hallo und Yoshi, Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play Tears of the Kingdom. Und ich wollte schon wieder Breath of the Wild sagen. Okay. Wenn ich jetzt eigentlich mal wüsste, wie ich die Karte hier aktivieren könnte. Das habe ich immer irgendwie nicht herausgefunden. Habe ich schon mal mit dir gesprochen? Link? Seid ihr wirklich Link? Nein, nur sein Geist. Ja, ich habe schon gehört, dass ihr zurück seid. Habe aber nicht getraut, euch anzusprechen. Wart ihr euch gerade auf dem Weg? Ist so umgekommen, dass das Dorf der Oni in Nordwesten mit einem heftigen Kellerspruch zu kämpfen hat. Ich muss so eisig sein, dass die einen in 0,0 alle Kräfte raubt. Wenn ihr dorthin geht, nehmt bitte etwas Medizin oder Essen mit, das den Körper wärmt. Okay, danke. Boah, ich fühle mich so voll gefressen aus irgendeinem Grund. Ach ja, ich habe da jetzt so eine Sonde erstellt. Also erstmal, also eine Sonde für Tears of the Kingdom. Und ja, das ist erstmal vorläufig, damit da irgendwo eine Sonde ist. Ach ja, und ich wollte es eigentlich auch so machen, dass Lissy mit drauf ist. Ihr wisst ja, mein Avatar. Jupp, die ist auch. Okay. Gut, laufen wir mal ein bisschen rum. Ach ja, das liebe ich so sehr. Oh. Das sieht merkwürdig aus. So. Also das gefällt mir da nicht, weil wenn nicht sowas dann in der Real Life sehen würde, würde ich sagen, oh, oh, Sturm. Aber ich schätze mal, das ist ja noch schlimmer dran. Ich wollte gerade eigentlich das, wie heißt das? Weg des Helden benutzen. Da fällt mir ein, nein. Das ist nicht Breath of the Wild, wo das noch im Nachhinein zugefügt wurde. Das war nämlich sehr nützlich. So, weil da konnte man nämlich gesehen, wo man war und wo nicht. Also, guter Orientierungspunkt. Aber ich verstehe immer noch nicht, wie ich diese blöde Karte so freischalten kann. Naja. Wenn wir es irgendwann herausfinden. Wenn es nicht anders geht, dann werde ich einfach nachschauen. Mal mit... Ja? Dann, ich habe ja keine Probleme. Wasserfrucht. Was kostet das? Ihre natürlichen Schwimmfähigkeiten, deine Schwimmfähigkeiten. Okay. Wie ich schneller schwimmen kann. Ja. Ja, die Ausdauer ist halt völlig im Arsch. Oh. Ja, können wir einfach so über die Brücke gehen? Der Nachteil ist ja, wenn man ja noch vorher Breath of the Wild gespielt hat, dann... Das ist noch eine gute Idee, da hinzugehen. Ich bin noch... dann versucht man ja unbewusst noch die Fähigkeiten zu nutzen, die man da hat. Wie zum Beispiel von den Recken. Das okay. Ich bin gerade gedacht, oh Scheiße. Ich habe doch gar keinen Gleiter. Oh, was ich merkte. Ach ja, doch. Wo hat mir einen gegeben?
Ach ja, ich habe ja auch bei einem anderen Let's Player mal reingeschaut, BZW, so von seinen Clips, von Mugi. So, wo wie er versucht hat, tatsächlich sich eine Möglichkeit, also versucht hat. Ich gehe mal wieder an den vorbei. Vielleicht soll ich die doch mal töten, aber warten wir, bis ich ein bisschen mehr Energie habe. Oh, Apfel. Also, Mugi hat da tatsächlich dann versucht, an der Schatztruhe da im Himmelsreich zu kommen, in denen er halt so eine Treppe aus Stein gebaut hat. Und ob es noch nicht, aber der Scheiß hat funktioniert. Der hat nämlich mit der Ultra-Hand die zusammengeklebt und ja, hat es geschafft. Mugi, du bist echt eine Nummer, Dude. Ich meine einfach so, oh ja, wie komme ich hin? Ja, ich würde einfach eine Star eine. Ich würde einfach eine Treppe aus Stein bauen. Ist ja schließlich möglich. Ja, und das ist geschafft. Und nein, Leute, das ist nicht die Box. Ich glaube, das war eine der Labyrinthe. Warum das Ding jetzt da rumschwuppt, habe ich keine Ahnung. Ich wollte Maze sagen, wo ich denke, hallo, das ist nicht Englisch. Also wir sprechen kein Englisch, wir sprechen Deutsch. Hast du da irgendwas zu erzählen, Dude? Die Erforschung der Geophilie ist hiermit beendet. Es gibt noch viele Orte auf dieser Welt, die wir erkunden sollten. Wohin sollten wir als nächstes aufbrechen? Kann ich zum vergessenen Tempel auf den Grund des Tals in Heben? Oder forschen wir besser zuerst die Geoglyphen in den anderen Religionen? Ich würde sagen, das, was am nächsten ist, oder? Das macht den Hund echt nicht aus, im Regen zu stehen, okay. Der wird ja nur wie ein nasser Hund stinken. Naja, ist auch ein Hund. Ach, da ist ja noch ein weiterer Turm. Boah. Gucken wir mal um, Leute. Das gehört ja auch dazu. Mal sehen, was ich am besten erreichen könnte. Ah, ich soll auch daran denken, dass ich ja auch Fähigkeiten erhalten habe, die sehr nützlich sind. Das wäre mal einfach eine gute Idee. Natürlich, die sind natürlich wieder dabei. Die Pyromagi. Ach, sieh mal an. Die Gegend ist das also. Ich bin noch nicht hier unten. Ja, dann schwimmen wir durchs Felsen durch. Es war doch hier das Tal der Knochensteine. So habe ich sie genannt. Was zur Hölle? Da muss ich hin. Falls ich es schaffe. Aber egal, ich versuch's. Ach ja, die Ausdauer ist ja wieder total im Arsch. Ja, voll an den Monstern vorbei, die mich hassen tun, wie immer. Beruht eigentlich auf Gegenseitigkeit. Aber da ist ein fucking Gestein, Sternsplitter. Ist ja auch interessant, dass jetzt auch die ganzen Monster auch jetzt so Hürde erhalten haben und so und. Ach, da bin ich wieder. Kann ich mich einfach dahin teleportieren? Ist doch einfacher. Habe ich doch auch bei Voice of the Wild gemacht. Ja.
Höhlen des Geschichts, die Flurenfahrt, ich nur in Höhlen und Brunnen vorfindeten. Okay. Wo ist die Sternstuppe hin? Hey? Ach, schon wieder so ein Baum. Die Natur schlägt zurück, oder wie? Also, ich hab dich nicht gefällt. Hä? Wo ist denn aber der andere hin? Okay, konzentrieren wir uns auf einen, weil... Jagt man zwei Sternsplitter hinterher, kriegt man keinen. Und ich habe auch keine Zeit, mit euch zu spielen, also verpisst euch. Hier bin ich also. Ach du Scheiße, die wollen mir natürlich gleich wieder Fall in den Arsch jagen. Und Steine schmeißen nach mir. Geht's noch, Leute? Okay. Warte mal. So. Das brauche ich halt. Dass ich eigentlich mit dieser Waffe nicht irgendwo hängen bleibe. Ich habe damit also Reichweite und kann ganz schön zuhauen. Aber wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, dass jetzt die Bäume auch angrifflustig sein können? Das wüsste ich jetzt mal gerne. Und es ist die Frage, wie zur Hölle komme ich darüber? Toll. Danke für deine Hilfe. Ich bin nicht gerade der geborene Kämpfer. Ich habe hier etwas, das ich selbst zubereitet habe. Würdest du es als Dank für die Hilfe nehmen? Bratreis. Mein Name lautet Savio. Ich bin ein fahrender Koch. Und als solcher durchstreife ich über die Höhlen und suche nach seltenen Zutaten. Ja, solltest du aber schon kämpfen können, Dude. Wenn du möchtest, kannst du gern was mal im Topf kochen. Das ist das Mindeste, was ich dir bin. Oh. Und ich kann dir verraten, was ich in der Höhle bisher so herausgefunden habe. Höhlen sind volle kostbare Legereien und wertvolle Erze. Man könnte sagen, es ist die Schatzkammer von Hyrule. Ist nicht eigentlich jede Höhle in gewisser Weise eine Schatzkammer? Höhlen gibt es überall. Als hättest du als Reiser nicht schlecht daran, so viel wie möglich über sie zu wissen. Zum Beispiel, wusstest du, dass man in Höhlen hier und dort Erzbrocken finden kann? Wenn du die mit einem Hammer oder ähnlichem zerschlägst, kommen Erze heraus. Und was es da noch so gibt. Mit Feuerstein kannst du Feuer machen, mit Steinsalz kochen, mit Leuchtstein und Edelsteinen kannst du mir teuer verkaufen. Wenn du also mal in einer Höhle einen Erzbrocken siehst, lass dir deine Schätze nicht entgehen. Außer, bis unser Wege sich das nächste Mal kreuzen. Möge dir das Glück auf dein Reisenholz sein. Danke, Dude. Hi. Oh. Ja, auf keinen Fall. Ja. Die Zeit läuft ja zum Glück nicht ab, während ich rede. Ah, okay. In dem Bereich bin ich. Das war doch was von... Ja, da wo die... Wie ich da rüberkomme? Wenn ich ein bisschen mich so treiben lasse mitunter, dann müsste es gehen. Ja, ich bin jetzt ruhig.
Weil das könnte knapp werden. So. Oh je, es kann sein, dass es sonst läuft doch die Zeit weiter, wenn ich mit jemandem rede? Oh ja, toll, aber wieso bleiben dann auch immer so die Monster stehen? Ich bin ja gespannt, wie wir noch alles treffen werden. Ja. Also bei den Oni ist da wirklich ja ganz schön was los. Die sind zwar eigentlich gut, also gut bestückt mit ihren Federn, aber auch das hat nur eine Begrenz, also eine Grenze. Okay. Oh komm, Link, jetzt beeil dich mal. Komm, komm. Ich höre dich, ich höre dich. Ach komm, Link, jetzt kannst du doch nicht die Puste ausgehen. Komm schon. Ja, ich hab's. Super. Geilomatico. Das ist wieder ein Krog. Der Hilfe braucht. Na gut. Was sind das denn für Hyopies? Na toll. Das sieht ja gar nicht gut aus. Na toll. Ich glaube, die soll ich erstmal meiden, bis ich hier stärker bin. Kommen die Schweinebacken hierher? Okay, was für Schwisse? Okay, da redest du dasselbe. Ja, wie kriege ich dich jetzt nach oben? Und wo laufen die Typen hin? Ja, warte mal, Dude. Ich werde dann versuchen, dich zu deinen Freunden zu bringen. Komm, jetzt aber nicht wieder runtergefallen, okay? Ach so, die durchstreifen das. Ach so. Okay, daran muss ich mir noch gewöhnen. Ja, du kommst hoch hinaus, mein Freund. Oh. Ja, beschwer dich nicht, Dude. Ich muss ja... Ja, du bist ja zu deinem Freund, aber... da oben. Wie kriege ich dich da nach oben? Meine Fresse nochmal. Ich muss immer ständig räuspern, sonst kann ich nicht richtig sprechen. Ja, okay, ich krieg dich nach oben, okay? Irgendwie. Ist doch ein bisschen zu weit. Wie hat er sich eigentlich vorwärts bewegen können? Oh Mann, das ist so ätzend. So.
Muss natürlich auch passen, dass wenn ich ihn absetze, dass er nicht wieder runterplumpst. Okay, ich bin wohl zu hoch, oder wie? Oh nein, es regnet. Ah, es regnet. Ich hab dich doch getroffen. Oh, Bambi läuft gleich rein. Oh, alle zwei. Und da habe ich wieder einen Baum. Oh, oh. Danke. Was zur Hölle ist denn hier los? Okay, die Bäume sind mir ein bisschen zu agil unterwegs. Ob die sauer sind, dass ich hier die ganzen Sachen sammle? Oh, ein bisschen vergessen, dass ich das erstmal ausrüsten müsste. Ach, es regnet. Na, da wird's denn natürlich nichts zu tun. Oh, der nächste. So. Leute, überlegt euch ganz gut. Ich mache uns zu euch Feuerholz. Na super. Schreiende Bäume. Aber selber schuld. Ich meine, hey. Ich habe ja nicht gesagt, dass ihr mich angreifen müsst, oder? Du könntest hier mal auch suchen. Ich meine, wenn ich weiß, dass mein Freund da unten ist, aber er nicht kommt, dann würde ich mir doch Sorgen machen und dann gucken, was Sache ist. Ich meine ja nur. Aber wie kriege ich den jetzt nach oben, den Idiot? Was sind denn meine Fähigkeiten? Kann ich da irgendwas bauen? Problem ist nur, es regnet jetzt so blöd. Es kann tatsächlich sein, dass ich hier noch irgendwas daraus bauen soll. Warum zur Hölle ist das da? Toll, und langsam nervt mich das tierisch. Ich hab so einen Scheiß, dass ich immer hier räuspern muss. Das nervt. Kriege ich den jetzt so hoch? Ja, du bist so dein Freund. Aber wie soll ich dich da hinbringen?
So? Okay. Das könnte funktionieren. Vorausgesetzt, der Idiot rollt nicht runter. Ich habe eigentlich aufgreifen, oder? Wahrscheinlich, weil ich so dicht war. Hey, Idiot! Hier ist dein Kumpel! Dann krieg ich wieder zusammen. Danke, dass du meinen besten Freund zu mir zurückgebracht hast. Hier ein kleines Dankeschön für dich. Tschüssi! Okay. Was sagst du? Da bin ich am Ziel. Mhm. Ja, gern geschehen. Ich kann nämlich echt auch eine Erweiterung für die Taschen brauchen. Also, im Grunde ist es eigentlich, was ich hier mache, nichts sondern als umherstreifen, um alles zu erforschen. Und so viele Apfelbäume hier. Sind da wieder irgendwelche Bäume auch dann wieder da, die... Ach, ich bin bei Satoriberg. Ja. Das muss ja Satoriberg sein. Hier war, da war ja auch so richtig ja voll Apfelplantagen, also Apfelplantagen. Sogar Dorianfrüchte gab es. Mal sehen, was uns diesmal erwartet. Denke drin. Fehlender Pfad? Okay. Moment mal, da fällt mir was auf. Weil die Schreine in Breath of the Wild, die waren ja auch recht unterschiedlich groß. Also sie waren groß. Und aber sie waren auch unterirdisch. Ich meine, wir sind mit dem Fahrstuhl runtergefahren. Aber diese Schreins, wir gehen einfach durch auf der gleichen Ebene und sind da drinnen. Und ich meine... Der Schrein ist ja größer, von innen größer als draußen. Ups. Ach so. Okay. Und wie komme ich jetzt daran? Okay. Immer so knapp daran.
Okay, was hat das mir jetzt gebracht? Spielt eigentlich gar keine Rolle. Vielleicht sollte ich erstmal weitergehen, um dann zu sehen, ob da eine Möglichkeit gibt. Irgendwie was sicher nutzen könnte. Ah! Okay. Okay. Er ist also dafür da, damit ich mich da durchmogeln kann. Oh. Das ist echt gut. Das fand ich immer so bei Voice of the Wild so nervig. Mit den Magnetmodul. Weil das war dann immer so ätzend gewesen. So, weil man konnte das mit Drehen war sehr fummelig gewesen. Schöne Hut, aber wie komme ich jetzt zum anderen hin? Soll ich einfach gleiten? Ja, so einfach ist das gewesen. Okay, Halsweile. Kriegen wir das Ding eigentlich raus? Nö. Also war das doch okay. Ich finde übrigens das Manneke so witzig da bei diesem Icon hier. Hier, schaut mal. Das sieht doch aus, als ob jemand gleich von UFO entführt wird. Das wäre hier ein anderes Problem. Wie komme ich denn da hin? Okay. Frage hat sich geklärt. So. Gut, dass wir auch wieder einen Segler erhalten haben. Ich habe mich da irgendwie ziemlich verloren gefühlt. Ohne Segler. Besonders dann, wenn ich in den Abgrund gestürzt bin. Und ich vergessen habe, dass ich keinen Segler habe. O Besucher dieses Bandschreins, der das uralte Böse versiegelt. Sei gelobt dafür, es bis hierher geschafft zu haben.
Nun soll das reinige Licht dich erfüllen, welches an diesem Ort ruht. Der links Gesicht so. Oh. Ihn ist sein Arm immer noch nicht ganz geheuer. Jo, Segenslicht erhalten. Möge dir das Segenlicht dir Kraft schenken. Also bisher sind mir die Sonos sympathischer als die Weisen. Ich meine, die Weisen wollten uns immer tot sehen. Ja, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber entschuldigt mal bitte immer, dass sie mich da irgendwie hinschicken, irgendwelche Aufgaben gestellt haben, die mich eigentlich hätten töten können. Wow, die leuchten richtig. So, wo gehe ich als nächstes hin? Ich würde mal sagen, ich würde mal wohl den hier aktivieren. Aber alles, was für ein Vorgängerspiel ist weg. Ich meine, die antiken Schreine sind nicht mehr da. Die Türme auch nicht. Wurden alle zerstört. Ist das echt sein Scheiß Ernst? Regen macht mir nichts. Da haut sogar die Flederbeißer ab. Also der Flederbeißer haut ab, der denkt sich auch. Nee, was auch immer hat, das könnte ansteckend sein. Ah, dich habe ich schon einmal gesehen. Ja. Ich habe eine helle Vor damit zu tun, direkt der Dummste. Ich meine natürlich ein Schild hier anzubringen. Davon hält mich weder Wind noch Regen ab. Ich stütze meinen Direktor so gut es eben geht. Was so prima. Ich sag's nur, da kannst du mich da immer weit auf meine. Ja, du willst doch eh nicht zuhören, was ich dir sage. Ich meine, es ist ein verdammter Schild. Und würdest du an den richtigen Stellen Stützen anbringen, dann würdest du dich auch nicht einfach umkippen. Oder was du auch machen könntest, einfach ein Loch buddeln, das da reinstecken und fertig. Also, im Ernst. Irgendwie stimmt doch was mit den Leuten nicht. Und ich dachte eigentlich, Handwerker wären bodenständig. Oh, Blutmond. Ach, sieh mal eine an. Satini-Bug, da haben wir ja unser weißes Pferd gekriegt. Aber diese Fährte sieht ein bisschen abgemagert aus. Und ihr seid immer noch Skelette, Leute. Also, was wollt ihr? Kümmern wir uns mal um die. Boah. Ja, glaubt ihr wirklich. Oh, Moblinhorn. Glaubt ihr wirklich allen Ernstes? Ja. Ihr seid unbesiegbar, nur weil ihr einen also euch einen Helm draufsetzt, so. Die Viecher kenne ich nicht persönlich. Warum laufe ich jetzt mit denen hier rum? Naja.
Eigentlich wollte ich den Blutmond abwarten, aber ich glaube, ich sammle die Sachen ein und dann verpisse ich mich. Ich hab das verdammte Ding doch extra weggeschmissen. Ach, ich höre jetzt ab. Sonst werden die mir wieder auf den Sack gehen. Die kommen doch gleich wieder, sobald ich weg bin. Also sobald der Blutmond da ist, dann werden sie doch wieder auftauchen. Oh. Okay, die sammle ich ein. Wenn des Blutmonds Licht die ganze Welt färbt, erwacht das Fleisch von Ungeheuern zu einem neuen Leben. Und ihr Hass ergießt sich über das Land. Zelda die Poetin. Also bei Fluggegnern gehe ich erstmal nicht ran. Ich weiß nicht, was die für miese Tricks drauf haben. Aber ich sollte mal wieder... Aber ich sollte mal wirklich mal unbedingt mein Herzcontainer besorgen. Ach so. Das ist doch so auffällig. Nur ich möchte nicht ins Wasser fallen. Muss ich da irgendwas reintun? Also ich gehe mal davon aus, dass ich da was reintun soll. Das sieht nämlich so danach aus. Es ist schon wieder so was Ähnliches wie mit den Steinkreisen da. Wo Link überall hingeworfen hat, aber nicht da, wo es hingehörte. Soll ich einen Pfeil abschießen? Okay. Da habe ich jetzt noch keine Ahnung, was das sein könnte. Was ist das denn? Stempel? Okay, wir das mal. Ach, Moment mal. Nö, das wäre vielleicht gar nicht so gut. Ich immer, weil... Ich habe doch die ganze Zeit doch danach... Also, womit ich das... Genau. Aber dafür wollte ich jetzt nicht unbedingt das gerade... Sonnengebaut, also sanitierte da...
Nur, also nutzen war, wenn ich da irgendwelche Ärzte habe, die ich knacken könnte. Und ich habe dann noch keinen Hammer mehr, also oder einen imposierten, dann würde ich mich wieder schwarz ärgern. Was ist das Rosane? Kifft da einer jetzt? Ist ein Typ Mehrling? Oder war ich schon hier lang gegangen? Ja, ich bin halt sehr, sehr vorsichtig, Leute. Oh, ich liebe dieses Eulengeräusch, dieses Ob das eine gute Idee ist, da irgendwo irgendwelche seltsame Rauchwolken sind? Oh, ich würde sagen, ja. Aber... Ist das hier bei den Dabanda-Gebirgen? Aber das war doch zu sagen, es war auf dem Berg. Willst du dich bitte fernhalten? Ich will nichts zu tun haben mit Monstern, die es auf meine Fähigkeit abgesehen haben, Kleidungsverbesserung. Die Welt da draußen besteht nur noch aus Monster und Miasma. Meine ältere Schwester Tera hat mir das erzählt, daher weiß ich, dass das stimmt. Bis ich eine liebte Sörsen an der Flöte vernehme, dass ich so gern höre, mache ich keinen Schritt aus meiner Knospe heraus. Ich wollte mich bei den Steinen gelassen, um Reisen und meine Fähigkeit zu helfen. Wie ich noch den Klang an der Flöte gespielt vor dem Mitglied eines Ämsters hören könnte. Dann wäre ich glücklich und hätte den Mut, meine Knospe zu verlassen. Okay. Was willst du denn hören? Ocarina of Time? Die Ballade des Windfisches? Wirklich schöne Melodien. Obwohl Ocarina of Time heißt ja das Spiel. Also, das heißt, ich muss irgendwas vorspielen. Und wo zur Hölle kriege ich jetzt eine Ocarina her? Ja, mal ernst. Wo zur Hölle kriege ich jetzt eine Ocarina her? Luftblaum. Angriffe mit Schuppen zeigen mal. Ach, die imitieren Bäume. Gute Führung. Okay. Gute F Okay. Was soll ich jetzt genau jetzt machen?
Okay, ich ahne es, warum es gute Führung heißt. Da kam ich doch den Apfel ein bisschen zu nahe. Ist das schon irgendwie... Ja. Also ich jetzt davon aus, dass das... Okay. Okay. Dann kleben wir das mal fest, wenn es so runterkommt. Okay. Höhe machen mich doch ein bisschen nervös. Und vielleicht nicht so nervös wie Lava und so. Aber sie machen mich nervös. Okay, und was soll ich hier machen? Okay, landen wir erstmal darauf. Okay, das... Oh, hier ist nichts. Lass mich raten. Ich kann nicht die Kugel schnappen, oder? Also muss ich die Bretter wieder mitnehmen? Hallöchen. Krieg ich dich irgendwie? Okay. Ich hab... Natürlich, das könnte funktionieren. Bitte nicht runterfallen. Ich brauch dich. Das funktioniert also nicht. Das will sich nicht verkleben. So.
Okay, das geht so ohne weiteres. Ich glaube, das reicht noch nicht. Na gut, das ziehen wir dann wieder raus. Ach, guck mal an, das geht einfach so ohne Wattes reinzustecken. Ah, dann ist das also sowas wie Sandpapier. Ich meine Sandstein. Hier, die Säulen. Also, zumindest sieht das ja so danach aus. Gut. Da müsste ich ja theoretisch. Ja. Okay, nochmal. Jedenfalls kann Link ein bisschen auch hochkommen. Okay, Holzpfeile. Warum auch nicht? Ja, ich bin irgendwie nicht so davon begeistert. Okay, Holzpfeile kann man immer gut gebrauchen. Aber ich dachte, wenigstens wird man hier was im Schrein, was Schönes finden. Und ich meine, Holzpfeile kriegen wir überall her. Ich glaube, das ist ein bisschen zu hoch, oder? Ja. Nee, warte mal, könnte es doch. Ich sehe nichts. Der immer eins auf den Deckel kriegt. Okay. Ich sehe das jetzt nicht so richtig. Könnte jemand mal sagen, wie ich da rankommen soll?
Okay. Okay, jetzt verstehe ich. Ja, schön, aber. Ach, guck mal eine an, jetzt sehe ich das. Da ist eine Bahn. Wieso eier das Ding jetzt? Ach, deswegen. Ernsthaft? Na toll. Muss also da. Warum benutze ich nicht eigentlich das Durchtauchen? So, da muss ich da nicht jedes Mal so mal ab rumspringen. Okay. Oder erstmal was anderes. Yep. Es funktioniert. Ist das dein scheiß Ernst, Link? Aber ich wusste, dass das passiert. Dass das passieren kann. Ja. Soll noch richtig noch weiter in den Abgrund, mein Freund. Ich meine, hey. Aber die Kugel ist jetzt fast da. Gut. Was machen wir jetzt? Das Teil ist weg. Oh. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt rausziehen. Moment mal. Gut, trennen wir das mal.
glaube, das eine Stück ist einfach zu kurz. Hoffentlich. Nee. Das ist nicht zu kurz. Es versinkt automatisch da rein. Gut, dass da hier eine Abgrenzung ist. Ernsthaft. Ich habe keine Lust, aber ich muss das jetzt machen. Ich weiß auch nicht, ob ich die Dinger wirklich auch brauche, fällt mir ein. Was mich nur nervt, ist, ich muss jetzt das hier alles wieder einbauen. Weil ich hier keine Möglichkeit habe, wieder zurückzukommen. Und das nervt. Ich muss wieder den ganzen Scheiß nochmal machen. Okay, so funktioniert das jetzt nicht. Ich sollte vielleicht erst auch nicht so tief, sonst. Ich glaube, das reicht nicht für mich, oder? Doch, es reicht. Ganz knapp, aber es reicht. Ich möchte die hintere nur abnehmen. Komm. Na gut, dann nehmen wir alles ab. Da muss ich aber aufpassen, dass ich nicht nochmal den ganzen Scheiß machen muss. Also legen wir es auch ganz vorsichtig ab. Nicht, dass das einfach so bonzen tut oder bong ins Wasser, also dann in den Abgrund bringt. Zum Glück ist ja hier auch die Absperrung, so brauche ich mir keine Sorgen machen. Dass ich da eventuell
Ey, Daniel, zu sehr in den Ab. Komm, bitte, 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 das muss jetzt reichen, das muss jetzt reichen. Okay, es hat gereicht. Puh, eigentlich echt cooles Rätsel. Nur, dass die Sachen halt in den Abgrund, wenn sie in den Abgrund fallen, dass ich dann praktisch den ganzen Weg nochmal zurückgehen muss. Das gefällt mir nicht. Aber hey, wir haben es jetzt geschafft. O Besucher dieser Bahnschreins, der das uralte Böse versiegelt. Sei gelobt dafür, es bis hierher geschafft zu haben. Jupp, bin stolz auf mich. Nun soll das reinige Licht dich erfüllen, welches an diesem Ort ruht. So. Link soll er mal seine Fingernägel schneiden. Aber wenn es eine Drachenklaue ist, dann ist es kein Wunder. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Ja. Tschüss. Bevor ich schön aufnehme, ach, Parasegel. Okay. Gut. Also, Leute, das war's dann jetzt mit dem Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Und dann gehen wir mal zu den Stall hin und werde mal gucken, ob ich da irgendwo hier eine Götterstatue finde, wo ich da eigentlich die Segenslichter gegen Herzcontainer umtauschen kann, damit ich etwas mehr aushalten kann. Also, see you mal daneben.